Eine knappe Woche vor der Wahl zum britischen Unterhaus geht der Wahlkampf in die entscheidende Phase. Dieser wird natürlich vom Brexit dominiert, doch auch der Klimawandel ist ein Top-Thema. Euronews war in Brighton, um die Stimmung der Wähler einzufangen. Brighton ist der einzige Wahlkreis, den die Grünen gewinnen konnten. Die Klimakrise ist wichtig. Alle Politiker waren gezwungen, sich damit zu befassen. Aber ich glaube, das Hauptproblem besteht darin, dass der Klimawandel für die meisten Menschen noch sehr weit weg ist. Sie sehen da noch keinen Handlungsbedarf. Am Ende wird es vermutlich darum gehen, dass die Politiker die Wähler überzeugen müssen, mehr für den Klimaschutz zu tun. Wir haben uns das Programm aller anderen Parteien angesehen und um ehrlich zu sein, keine von ihnen hat einen vernünftigen Vorschlag, gerade bei grünen Themen. Ich werde also dieses Mal für die Grünen stimmen. Wir haben die Abgeordnete der Grünen Partei in Brighton getroffen. Sie steht nun vor der erneuten Herausforderung, sich mit den wichtigsten Parteien zu messen. Auch andere Parteien setzen auf grüne Themen. Was tun sie, um sich von ihnen abzuheben? Die Regierung sagt, dass es eine Klimakrise gibt und dass sie versuchen wird, bis 2050 die Emissionen auf Null zu setzen. Das ist nicht ehrgeizig genug. Dieses Versprechen hilft uns allen. Jetzt können wir zeigen, wie groß die Kluft ist zwischen dem, was die Regierung sagt und was sie tut. Die Grünen sind gegen den Brexit. Das kann sie Stimmen kosten. Die Wahl wird zeigen, wie wichtig das Klima für die Wähler ist. 2019 war das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Vielleicht nicht warm genug für ein Eis an einem Dezembernachmittag, aber da wir hier sind, gönnen wir uns eins. Grüne Themen spielen eine große Rolle in diesem Wahlkampf. Interessant wird, wie das Wahlergebnis aussehen wird, ob das Klima dann eine große Rolle gespielt haben wird. Ja, ich vermute, es ist unwahrscheinlich, dass die Grünen noch mehr Mandate bekommen. Caroline Lucas wird ihr Mandat hier behalten. Doch ich glaube, die Wähler wollen eher sehen, dass grüne Themen nicht nur ein Lippenbekenntnis für die Parteien sind. Die Wähler wollen ernst genommen werden. Deshalb erwarte ich nächste Woche eine knappe Entscheidung im Parlament. Klar ist, dass grüne Themen in den kommenden Jahren eine viel größere Rolle bei allen künftigen Wahlen spielen werden.